Hallo, ihr Lieben. Ja, manchmal ist das so, da geht alles schief. Ich hatte vor ein paar Tagen ein Video hochgeladen, ein Haul, ein China-Haul. Und keine Ahnung, es funktionierte irgendwie nicht. Ist beim Hochladen anscheinend irgendwas schief gelaufen oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bleibt es irgendwo haken. Und jetzt wollte ich das Video einfach nochmal neu hochladen und dann hat YouTube mir gesagt, exakt das gleiche Video darfst du nicht nochmal hochladen. Dann habe ich mir meine andere Kamera geschnappt und habe kurz was aufgenommen, habe erzählt, warum ich dieses Video nochmal hochlade, also so wie ich es jetzt auch mache. Und dann wollte mein Videoschnittprogramm das einfach nicht lesen. Und ja, jetzt habe ich mir gedacht, okay, komm, jetzt schmeiß einmal kurz die Kamera von oben an und erzähle das kurz nochmal. Mit dieser Kamera weiß ich, da nimmt das Programm die Datei auf jeden Fall und bei der anderen Kamera muss ich nochmal durchgucken, ob ich es in irgendeinem anderen Format abspeichern kann. Ja, das wollte ich aber jetzt nicht machen. Ich wollte halt jetzt einfach nur schnell das Video wieder hochladen, damit ihr das dann auch wirklich komplett sehen könnt und nicht immer an der einen Stelle stoppt und dann nicht mehr weiterläuft. Ich hoffe, dass es dieses Mal funktioniert. Ich werde jetzt schnell die beiden Teile hier zusammenschneiden, werde das Video nochmal für euch hochladen und ja, wünsche euch dann viel Spaß bei dem Video. Hallo ihr Lieben, ja, da bin ich endlich mal wieder. Wir hatten hier 2 Tage lang komplett Ausfall vom Internet und heute geht es wieder, yippie. Und ja, es sind ein paar Sachen aus China gekommen und die wollte ich euch mal zeigen. Also einmal so von China, das heißt dieses Jam und dann gab es noch was von Doreen Beats und die Sachen möchte ich euch auf jeden Fall gleich mal zeigen. Und ich fange mal an mit diesem AliExpress und ja, wo ich das eben so her habe. Und zwar hatte ich euch ja schon mal die rosane Clay gezeigt und hatte ja gesagt, dass ich mir davon noch Farben bestellt habe. Und die sind heute gekommen, nämlich einmal so ein Braun, beziehungsweise ja vor ein paar Tagen schon. Und genau, also das Braun ist auf jeden Fall heute gekommen und die beiden anderen schon vor ein paar Tagen. Einmal so ein Blau und so ein Weiß. Und mit dem Blau, mit dem Weiß habe ich auch schon neue Schneekugeln gemacht. Zeige ich euch auch gleich mal. Und da habe ich diese süßen Perlen von meiner Miss Fruchteis, die ich in der Tauschpost hatte, verwendet. Und das sind diesmal so ganz kleine geworden. Ja, einmal wie gesagt weiß und dann hatte ich mit Lila, mit dieser Paste, die hatte ich euch ja schon mal gezeigt, habe ich dann eben diese Soße gemacht. Das ist auch ganz süß geworden. Ja, und damit werde ich die Tage dann auch ein bisschen was machen. Dann sind heute auch angekommen diese Teile hier und da sind noch solche Schatullen, also so Spritzdinger mit dabei gewesen. Weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt, das sind so verschiedene. Und auf jeden Fall ist das auch so eine Art Clay, aber mehr wie so Soße. Achso, hier hatte ich es noch zu, aber da hatte ich es schon mal auf und habe schon mal ein bisschen reingeguckt. Und das ist so ein bisschen dickflüssiger als Soße, aber nicht so dickflüssig wie diese Clay. Also ja, ich drücke es mal so ein bisschen raus. Das hat halt so diese Konsistenz. Ist halt wie so eine, ja, wie so eine Paste, würde ich jetzt mal sagen. Ja, und da kann man dann eben diese Schatullen oben drauf kleben und dann kann man dann so kleine Drops oder so machen. Oder so kleine, ja, weiß ich auch nicht, die sind halt hier alle so geriffelt, also wie so Blümchen oder sowas kann man dann da drauf machen. Und da werde ich auf jeden Fall auch die Tage mal was mit ausprobieren. Ja, das war es auch schon, was ich von China habe. Dann kamen noch Doreen Beads. Nee, stimmt nicht. Das hier habe ich auch noch von Ali, glaube ich, bestellt. Und zwar sind das solche Gesichtsmasken. Ich habe ja zum Schleifen von meinem Resin immer diese Dinger genommen. Und ich habe keine Ahnung, ich vertrage die nicht. Also bei mir, das kratzt bei mir, wenn ich die aufsetze, als wenn ich hier so diese Glaswolle mir ins Gesicht halten würde. Ich kann die einfach nicht ab, da juckt alles. Deswegen hatte ich mir diese Teile hier bestellt. Und hier sind auch einige drin, ich weiß gar nicht wie viele. Und die sehen halt total süß aus, wenn man die aufsetzt, dann hat man halt so ein Gesicht vorm Mund und da steckt die Zunge, wird die Zunge noch rausgesteckt. Und ja, die fand ich ganz niedlich.
Deswegen habe ich mir die mal bestellt und die fühlen sich auch auf der Haut ganz weich an. Ich hatte schon mal eine rausgeholt und probiert. Und es sieht auch niedlich aus mit diesem Gesichtchen dann da vom Mund. Mich sieht dann zwar keiner, aber egal. Fand die einfach niedlich. So, und dann kommen wir zu Doreen Beats und da waren es wirklich nur wenige Sachen. Und zwar Upsi, das ist schon offen hier, das ist nicht so schön. Hier haben wir solche Verschlüsse für Bänder und so weiter. Da kann man dann so schöne Anhänger oder so draus machen und die davon hatte ich nicht mehr so viele und deswegen habe ich mir davon mal so einen ganzen Schwung bestellt. Und zwar sind hier 200 Stück drin und das hier ist die Bestellnummer dazu. Ja, die fummel ich da nachher wieder rein. Ja, dann hatte ich für meine Taschen noch was bestellt und zwar, ihr habt ja bei den Videos gesehen, dass ich in letzter Zeit mehrere von diesen Taschen genäht habe. Und dann nehme ich halt für die Träger immer gern diese Teile, damit man die Träger auch abmachen kann. Also, dass man da frei ist in der Entscheidung, möchte ich einen Träger haben oder nicht. Und da benutze ich immer die Dinger und das finde ich dann eigentlich ganz cool, wenn die damit dran sind. Und hier in der Packung sind 10 Stück drin. Und wer dann auch was nähen möchte oder so, zeige ich euch die Bestellnummer auch nochmal. So, als nächstes habe ich hier noch Handyanhänger und zwar schon fertige in lila. 2 Packungen, da sind jeweils 50 Stück drin, die sind jetzt beide in lila und da ist eben dieser Verschluss schon fertig mit dran. Also jetzt einmal hier der Verschluss und eben auch schon Bindungsring und dann braucht man da wirklich nur noch was dranhängen und das war's. Ja, und die Dinger brauche ich andauernd, ja jetzt zum Beispiel auch für den Shop oder ja, einfach auch hier. Genau, und wie gesagt, die waren irgendwie im Angebot. Da habe ich gedacht, ach, das ist günstig, dann nimmst du gleich zweimal mit, weil man die ja öfter gebrauchen kann. Wie gesagt, 50 Stück zu der Bestellnummer. Ja, die kommen gleich hier in meine Kiste, wo die anderen alle drin sind. Zack. So, und dann sind es auch nur noch 2 Teile. Und zwar einmal diese Herzen hier. Als Gebamse für meine Anhänger, zum Beispiel jetzt meine Eiskugeln oder so, da finde ich die ganz süß mit dran. Und die sind hier in lila, in weiß, in pink, in so einem hellen Rosa und ja, hier so ein Türkisblau. Und die finde ich total schön. Und in gelb sind hier auch noch welche drin. Ja, und dann dachte ich mir, die nimmst du dir auch mal mit. Die waren, glaube ich, auch irgendwie im Angebot, in so einem Wochendeal oder Wochenenddeal. Keine Ahnung. Hier sind 300 Stück drin und ich sehe gerade, hier ist die Bestellnummer ein bisschen umgeknickt, aber genau hinter diesem Ding ist keine Zahl mehr, oder? Doch. Also die letzte Zahl, die ihr nicht sehen könnt, hinter der 6 ist eine 8. Ja, das könnt ihr ganz schlecht sehen. Ich sag euch das mal. B, 2, 8, 5, 6 und hier in der Hälfte ist noch eine 8 versteckt. Also das ist die Bestellnummer zu diesen Herzen. Wie gesagt, 300 Stück sind in der Packung drin. Und dann habe ich mir nochmal diese Herzen bestellt. Die kennt ihr schon, die habt ihr schon gesehen. Aber da mir die jetzt zur Neige gingen, habe ich mir die jetzt noch mal nachgeordert und ich finde die wirklich schön, um die mal noch irgendwo mit dran zu hängen. Und die waren auch irgendwie wieder im Sale und dann habe ich gesagt, ach komm, dann nimmst du die jetzt gleich noch zweimal mit, weil die wirklich, ich die wirklich schön finde, ist ja auch immer Geschmackssache. Ne? Oh, hier ist anscheinend der Bindungsring irgendwie mit diesem Herzen verschmolzen. Ah nee, jetzt. Okay, so. Ja, also dieses Herz und da ist schon wirklich stabiler Bindungsring mit dran und das hat halt so ein bisschen Wellen drin, also sieht aus wie so eine Wasseroberfläche. Ich finde die ganz schön. Und hier ist die Bestellnummer nicht drauf, aber hier, ich habe die nämlich zweimal bestellt, jeweils 10 Stück in der Packung und ihr seht, wie ihr seht, seht ihr nichts. Die Bestellnummer ist abgerissen, die kann ich euch leider nicht zeigen. Ja. Kann mal passieren. Ich gucke mal, ob ich die auf irgendeinem anderen Paket, aber nee,
Manchmal klebt die ja zur Hälfte dann irgendwo anders dran, aber leider nicht. Ja, kann ich euch leider nicht sagen. Und dann habe ich mir noch zweimal so eine Muschel bestellt. Da ist wirklich immer nur eine in der Packung drin, so eine Jakobsmuschel. Und die brauche ich auch für was Bestimmtes. Die sind ziemlich groß, wie ihr seht. Also die füllen hier schon meine Handfläche aus. Die Bestellnummer dazu ist diese hier. Die war auch nicht aus dem Sale oder so. Also die habe ich gesucht, weil ich die für etwas haben wollte. Aber die ist gar nicht so leicht, wie ich dachte. Muss ich mal gucken, ob ich die tatsächlich verwenden kann. Ich fand sie auf jeden Fall total schön und deswegen habe ich sie mir gleich zweimal bestellt. Ja, ihr Lieben, das war's schon von meinem Doreen Beats Haul. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr habt ein paar schöne Sachen gesehen. Und ja, ich werde mal gucken, was ich die Tage mit diesen Sachen hier mache, weil das bin ich natürlich doch schon ein bisschen heiß drauf, das jetzt auszuprobieren. Und das werde ich auf jeden Fall die Tage mal machen. Und dann werde ich euch bestimmt mal das ein oder andere zeigen, was ich damit so gewerkelt habe. Okay, ihr Lieben, ich verabschiede mich von euch und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.